Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video werde ich zwei große Fragen beantworten, die man aber sehr leicht beantworten kann, wenn meine Stimme noch ein bisschen kacke klingt oder ich huste oder so. Ich bin immer noch krank. Ich bin schon besser drauf als gestern, aber ich bin immer noch krank. Und ja, aber heute kommen trotzdem zwei Videos. Werde ich mich versuchen aufzuraffen, es ist schwer, aber ich werde mein Bestes geben. Januar war halt so gesehen kontechnisch ein schwacher Monat, ich weiß. Sorry. Ups. Kann mal passieren, aber guck doch mal hier. Ein Jojo. Es gibt eine Herausforderung, wo viele Leute mich fragen, Badur, wie geht die eigentlich? Denn wenn ihr mal guckt, es gibt einige Herausforderungen, die sind so Fragezeichen-Herausforderungen. Und diese versteckten Achievements sind im Grunde die schwereren. Es sind vor allem auch die spaßigeren, denn da kann man oder konnte man bei einigen auch Special Features freispielen, wie zum Beispiel große Ballons, kleine Ballons, große Affentürme, kleine Affentürme. Und heute machen wir ein weiteres verstecktes Achievement, was aber wahnsinnig leicht ist. Und zwar ist hier links, da haben wir schon 17%. Und wenn du das schaffst, kriegst du einen 004 Armbrustschützen und einen 030 Roboaffen. Und das ist übrigens auch schon ein Hinweis, was wir brauchen, um diese Challenge zu schaffen. Denn um diese Challenge zu schaffen, musst du, ich glaube, 25.000 Treffer, nicht nur Treffer, kritische Treffer machen. Denn wenn du den Armbrustmeister skillst oder den Roboaffen skillst, dann können die kritische Treffer machen. Und du musst davon 25.000 machen. Deswegen werde ich jetzt in eine Runde gehen und diese Einheiten spammen, damit wir es in einer einzigen Runde hinkriegen. Wenn das von der Erfahrung passt, werden wir heute übrigens auch Level 2. Wir sind ja im New Game Plus so gesehen. Level 1 sind wir durch, das ist auch in Ordnung. Und ja, die zweite Frage natürlich, die immer mal wieder kommt. Da sagen Leute natürlich, ah, Badur, ich habe das Spiel neu angefangen. Aber wie kann ich eigentlich am besten meine Affen leveln? Und da ist es natürlich relativ simpel natürlich, und zwar einfach die Affen spammen. Auch relativ logisch. Geh in eine Runde, die möglichst lange geht, und spam die Affen einfach. Und da gibt es einen Modus, der wohl am besten dafür ist. Ich muss sagen, ich habe den Modus nicht genutzt. Ich habe das, glaube ich, auf unplatzbar größtenteils gemacht. Aber der Modus, der dafür eigentlich am besten ist, wo wir jetzt auch mal reingehen werden, auf einer leichten Map am besten auch noch, ab Platzolypse. Ja, toller Name. Das hat diesen Vorteil, dass es hier quasi unendlich weitergeht. Da steht zwar gleich oben eine Rundennummer, aber hier geht es quasi unendlich weiter. Weil wenn du im freien Spiel bist, gibt das weniger Erfahrung. Und deswegen macht der Modus am meisten Sinn. Für viele zumindest. Und ja, wir springen mal kurz rein. Und wir haben mal von mir schon mal direkt einen Armbrustboy raus. Und ja, es geht um die kritischen Treffer. Ich glaube übrigens sehr stark, dass es mehr Sinn macht, den Roboaffen zu spammen, als den Armbrusttypen zu spammen, weil ich glaube, der Roboaffe, der ist ein bisschen häufiger dabei, was die kritischen Treffer angeht. Aber alles gut. Wir machen das jetzt erstmal so. Ich hätte auch Benjamin noch raushauen können. Passt. Ja, wir spielen mal so weit, wie wir kommen. Und ich denke, da werden wir einiges hinkriegen mit den Leveln. Aber ihr könnt auch einfach nur so spielen. Aber wie gesagt, spammt die Affen, das ist wichtig. Der Grund, warum ich diesen Modus hier nicht so gerne spiele dafür, ist, dass der Modus halt relativ schwer ist. Und du kannst zwar theoretisch weiterkommen, aber wenn du halt nur eine Einheit spammst, dann hast du ja auch irgendwie ein Handicap und dann, ja, weiß ich nicht, ist nicht mein Lieblingsmodus, ehrlich gesagt, zum Pushen. Wie gesagt, ich mag lieber Unplatzbar oder so. Ist zwar auch schwerer, aber da komme ich garantiert immer weiter bis Runde 100. Oder ihn ein bisschen skillen, ich mach mal ein U-Boot unten. So. Ah, einfach nur zur Safety. Dass wir da ein bisschen Sicherheit haben. Klar, Einheiten spammen. Ich mache das U-Boot auch nachher weg, sobald wir Safety haben, dass wir jetzt ein bisschen konkurrenzfähiger sind. Okay, ab der nächsten Stufe ist er ein bisschen stärker, kann dann kritische Treffer machen. Die kritischen Treffer machen natürlich mehr Schaden, man kennt's. Und ja, ich glaube, den Anfang haben wir jetzt erstmal überlebt, größtenteils. Und dann haben wir gleich die Crits raus und dann wird das nach oben gehen. Wir brauchen ja auch nur 25.000. Ich habe schon, wie viel war das weg? Fast 20%. Da fehlt dann ja gar nicht mehr so viel. Aber ja, ihr seht, die Ballons, die hier kommen, die kommen normalerweise nicht in Runde 17. Das ist halt ein bisschen schwerer. Und zum Leveln an sich, weiß ich nicht. Ich empfehle euch da lieber einen anderen Spielmodus. Aber immer wenn ich das sage, wird gesagt, nein, Badur, der Modus hier ist der beste dafür. Deswegen, der Vollständigkeit halber. Viele Leute schwören auf diesen Modus, aber ich bin nicht der größte Fan davon zum Leveln. Weil der halt, glaube ich, für Anfänger zu schwer ist. Und ich glaube, unplatzbar ist zwar auch schwer, aber ist, glaube ich, leichter. Ich denke, ich klatsche da nicht so viel hin, aber ein paar. Ein paar passen auf jeden Fall. Nice. Wir können natürlich auch sowas machen wie Übertakten, Permanentgebräu, Affendorf-Boost. Wir können da Boost raushauen. Klar, ich könnte sogar jetzt... Nee, erstmal Geld.
Ich habe es noch nicht erwähnt, aber falls ihr neu seid, könnt ihr auch mal ein Abo da lassen. Kann jeder machen, wenn er möchte. Keine Pflicht, aber ist eine coole Art, meinen Content zu unterstützen, wenn der euch gefällt. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Etagen sind in Ordnung. Dann werden wir jetzt den Alchemisten ein bisschen verbessern. Wir haben ja jetzt gerade das meiste im Griff. So. Ist jetzt ein stärkerer Trank, den der abkriegt. Aber theoretisch, wenn ich da jetzt mehr Einheiten platziere, hätte er mehr Probleme, alles zu boosten. Brauchen wir vielleicht gleich noch einen zweiten Alchemisten. Aber erstmal... Ne, erstmal gehen wir nur mehr auf Geld. Verbessere ich noch eine Plantage? Ne, ne? Gut, wir skillen schon mal hier hin. 8400 kostet das. Und dann kann der auch Crit-Treffer machen. Und dann wird es halt nochmal sehr interessant. 8400 kommen wir auch hin. Und dann sollten die kritischen Treffer nach oben sprinten. Und dann sollten wir die Challenge so gut wie im Sack haben. Ehrlich gesagt. Meine ich übrigens. Der Armbrustmeister macht halt ab und zu mal 3 kritische Treffer. Aber guckt euch einfach mal, wie viele kritische Treffer der Robo-Affe macht, wenn wir es gleich skillen. Achtung. 3, 2, 1 und... Da. Zack. Kritisch, kritisch, kritisch. Schon ein kleines bisschen mehr, ne? Jupp. So. Ich weiß aber, dass ich schon mal versucht habe, in diesem Modus nach Runde 100 zu kommen. Und dass es überraschend schwer war. Was ihr bedenken müsst, wenn ihr Plasmastrahlen skillt, es gibt ja violette Ballons und die sind magieresistent. Das heißt, die überleben den Angriff. Da müsst ihr vielleicht dann noch einen Affenwurf raus... Ich habe viel zu viel Geld. Da müsst ihr vielleicht noch einen Affenwurf raushauen und das Mitte skillen. Affennachrichtendienst, weil dann juckt das keinen. Ich denke, ich mache den auch zum Armbrustmeister und den mache ich dann zu Technotführer vielleicht. Aber guck ich die kritischen Treffer an. Das geht jetzt schon gut nach oben und wir haben gerade mal 2 Einheiten. Da ist übrigens auch so ein kleines Männchen. Das kommt immer, wenn ich ein Affendorf beschwöre. Hat noch keinen Namen. Hat noch keinen Namen. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Das U kann ich auch mal wegmachen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Geldverschwendung. Auch wenn es nicht viel ist. So, wir hätten das jetzt geschafft, aber wir machen weiter. Das zählt doch jetzt, ne? Das zählt doch jetzt noch, oder? Die kritischen Treffer, die wir machen. Ich hoffe, die zählen. Ansonsten wäre es ein bisschen räudig. Wir werden das Achievement heute holen. Also wenn es jetzt nicht zählt, dann gehen wir nochmal wirklich in eine Unplatzbar-Runde. Weil in Unplatzbar halt safe, da wird das zählen, gibt es Runde 100. Aber ich glaube, ich bin auch inzwischen besser im Spiel. Ich glaube, wir kommen auch so dann bis Runde 100. Von der Schwere ist klar. Damals war ich noch nicht so gut, als ich das gemacht habe. Wir haben ja deutlich mehr gespielt, wir haben deutlich mehr Erfahrung. Da sollten jetzt deutlich mehr Dinge gehen. Wir skillen mal hier Technoterror. So. Wir verbessern noch die Plantagen. Der hat übrigens eine Special-Fähigkeit. Da kann der alles one-shotten. Pow. Okay, das ist sick. Der kann ja jetzt hier alles absorbieren und das wird richtig schön. Okay, wir machen lieber jetzt einen fetten Boy hin. Achtung. Boom. Sehr, sehr krass. Okay, ich verbessere jetzt noch eine Plantage auf Stufe 5. Und dann sind wir so gut aufgestellt finanziell. Haben wir wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir sind auch... Defensiv gerade, überraschend safe. So, zack. Jetzt sprint das Geld. Jetzt kommt als nächstes dann... Oh, ich hatte den nicht mal auf Stufe 4. Jetzt kommt dann Permanentgebräu. Permanentgebräu ist stabil. Ist ein guter Boost. Dann haben wir die Stufe 5 Varianten von denen raus. Und ja, die kritischen Treffer, die rennen nach oben. Ich denke, wir haben es schon, ehrlich gesagt. Zack. Passt. Dann können wir jetzt noch... ihn oder... Ich kann auch einen Arbrustmeister übrigens machen. Wenn man es mit Affenwissen skillt, kannst du 2 davon haben. Okay, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Fein, okay. Und wir können jetzt übrigens auch sowas machen, wie einfach hier so eine Kettenreaktion da oben. Wenn wir wollen, wir können einfach sagen, Heimatverteidigung, alles sind geboostet, alle greifen nochmal schneller an. Noch mehr kritische Treffer. Aber ja, es ist halt nicht so schwer, das Achievement. Da sind andere schon ein bisschen spaßiger, kreativer. Falls ihr euch fragt, wo die Fledermäuse herkommen. Vom Superaffen. Mit jedem Superaffen wird eine Fledermaus beschworen. Das mache ich vielleicht weg, es nervt ein bisschen, ne? Aber gut, hätten wir es geschafft, Runde 100. Gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind bei 50%. Deswegen gehe ich davon aus, es zählt gar nicht in dem Modus. Na gut, dann gehen wir noch in den Platzball-Modus. Aber keine Sorge, da springen wir zum Ende. Könnte ich mir vorstellen, wie das aussieht. Ich kann ja richtig cheaten. Ich habe einfach einen Insta... Oh, shit. Oh! Level 2! Let's go! Da ist sogar... guck mal, ist das neu? Das ist ein kleiner Affe, der macht einen Daumen hoch. Das ist neu, oder? Oder kommt das nur, wenn man die schwarzen Level holt? Ich habe jetzt meinen Armbrustmeister weggemacht, weil ich glaube, die Robo-Affen kritten einfach noch häufiger.
Okay, haben wir es jetzt geschafft? Eigentlich muss es doch jetzt. Ja, haben wir. Sieht so ganz cool aus, das Symbol. Kritische Information fehlt nicht. Erhalte 25.000 kritische Treffer. Ja, macht es so einen Platz bei dem Bums. Also, Affen hochleveln, wie gesagt, sagen die meisten Leute in Apokalypse-D-Modus geht es am besten. Ich finde Unplatzbuster ganz gut. Und da das holen, geht einfach in Unplatzbuster, bombt einfach ein paar Affen mit den Roboaffen. Zack, gönnt euch das, gönnt euch das. Dankeschön. Das Symbol ist aber auch wirklich cool. Es sieht sehr, sehr nice aus. Okay, fein. Gut. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal, Leute. Immer noch keine Updates. Immer noch keine Infos zum Update. Bis dahin, Leute. Bis dahin. Und ciao.